Wir beginnen mit dem Vortrag des Kollegen Jan Reuth, der 1979 bis 1984 Kunstgeschichte hier in Prag studiert hat, seit 2002. Ich fasse mich jetzt sehr kurz. Hier an der Karls-Universität lehrend tätig war, seit 2004 Professor für Kunstgeschichte ist und seit 2014 Vizerektor der Karls-Universität. Also wir sitzen hier, ich sitze an der falschen Stelle, Sie müssten jetzt eigentlich hier sitzen, Herr Reuth. Herr Reuth hat außerordentlich reichhaltig publiziert. Ich frage mich immer, wann Sie das eigentlich alles machen. Ich habe erst vor drei Jahren sind es doch schon her, über den Meistern des Trebon-Altars das Buch von Ihnen bekommen. Gerade eben aus dem letzten Jahr die gotische Tafelmalerei in Nordböhmen. Und vor drei Tagen erschienen das große Werk, was Sie zusammen mit Herrn Kutan gemacht haben. Und jetzt versuche ich etwas. Das heißt, Karel Tretby, daneben gegangen, Karl IV., Sisal a Český král, Visionar a Zakladatel, also Karl IV., Kaiser und tschechischer König, Visionär und Gründer, ein großes tausendseitiges Werk, was Sie draußen in der Vitrine sehen können. Ich habe noch nicht reingeblättert, aber zusammen haben Sie das gemacht. Wie gesagt, ich weiß nicht, wann Sie das alles schreiben, während Sie gleichzeitig noch Prorektor der Universität sind, aber Sie schreiben das. Wir freuen uns jetzt darauf, dass Sie uns über Jan Otzko von Vlasim als Stifter ein Referat halten werden. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, ich danke Ihnen für die Präsentation. Meine Damen und Herren, der zweite Erzbischof Johann Otzko von Vlasim stammte aus dem bedeutenden Geschlecht derer von Jenstein und Vlasim, die unter Johann von Luxemburg und Karl der Vierte wichtige Ämter bei Hofe innen hatten. Der Vater, Johann von Kamenitz, war Schreiber des Hoftafeln und seine Söhne Michalek, Pavel und Johann setzten die höfischen Kirchenkarriere fort. Michalek wurde königlicher Burggraf aus Vojanov zu Deutsche Fürnstein und starb 1367 in Italien, als er Karl IV. Bei seinem Krönungszug begleite. Sein Bruder Pavel, Herr auf Jenstein, war königlicher Kamenschreiber und königlicher Pronotar. Der Vollständigkeit halber sei noch gesagt, dass Pavels Sohn Johannes von Jesenstein Nachfolger seines Onkels im Amt des Prager Erzbischofs wurde. Die höchsten Ehren erlangte freilich der dritte Sohn Johann, der unehelicher Herkunft war, wie dies die papstliche Dispens bezeugt. Ebenso wie erster Prager Erzbischof Ernst von Pardubitz war auch Johann Otzko von Vlasim Stifter Kunstwerken. Aktiv beteiligte er sich der Weihe der prestigegetrüchtigsten Stiftungen Karls Fürthe, nämlich der Heiligkreuzkapelle auf Karlstein 1365, wo er offensichtlich auch der Wandmalerei an der Sockelwänden dargestellt ist, der Kirche des slawischen Benedikter im Emmauskloster 1372, sowie eines Teils des Klosterkirche Karl der Großen und Marien auf dem Karlshof 1377. Am 20. Januar 1365 weichte den Hauptaltar von St. Veit und im Chor der Marienaltar die Vinzenzelkapelle 1367, die südliche Vorhalle und die Dreifaltigkeitskapelle, sogenannte Kaiserkapelle, in den Bau befindlich Veitsdom. Er machte sie darum verdient, dass 1374 aus dem alten Basilika die sterblichen Überreste von 14 Prager Bischöfen in den neuen Teil die Kathedrale verbracht wurden. Als Ausdruck seiner Verdienste um den Bau des neuen Doms und sicherlich auch für seine treuen kaiserlichen Dienste schuf die Parler Parler Bauhütte am sogenannten unteren Triforium Otzkosbiste.
Der Erzbischof persönlich richtete in der Kathedrale einen Altar für die Slawenapostel Kirill und Method und 1367 gründete und weihete er die dem heiligen Erhard und der heiligen Ottilie geweihte Familienkapelle mit Altar. Diese Weihe erfolgte nicht zufällig, denn Johann Očko von Vlašim litt in einer Augenkrankheit und gerade die heilige Ottilie war Schützerin des Augenärzte. Die Kapelle Schmickenwandmalereien von Kinston aus höfischem Umkreis, darunter voll sogar Meister Oswald, die um 1387 datiert werden können. An der Ostwand befindet sich eine Wandmalerei mit der Darstellung der Taufe. Ja, hier. Taufe der heiligen Ottilie. An der Südwand oben befand sich wahrscheinlich eine Szene mit Geburt Christi, unter dem Wandmalerei auf dem Jan Očko von Vlašim, der vom heiligen Adalbert präsentiert wird, den Christus Viktor anbetet. Rechts davon ist die Enthauptung des heiligen Katharina dargestellt. Für diese Kapelle bestellte Johann Očko von Vlašim kurz nach 1374 in der Parlerschen Bauhütte seine Figuren Grabstein. Ja. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Johann Očko von Vlašim für die von ihm gegründete Marienkirche das Gemälde Vyšehrade Madonna bestellte, das später in die Kapitelkirche St. Peter und Paul auf dem Vyšehrad verbracht wurde. Ich meine, dass diese Madonna unter dem, dass das Devotionalkopie unter dem Vorlage Bartolomeo Camoglio. Als ehemaliger Propst des Allerheilig Kapitels auf Pragerburg trug zur Errichtung der wunderschönen Kapitelkirche bei. Beneš Krabice von Weitmiel schreibt, dass Erzbischof Johann 1370 im oberen Saal seiner erzbischöflichen Residenz eine Kapelle zur Ehren des Arma Christi errichten ließ, ein, ich zitierte, bewunderswertes, schönes und prächtiges Werk. Nach ihrer Weihe folgte ein grandioses Gastmahl, an welchem Kaiser Karl IV., König Wenzel und viele Bischöfe teilnahmen. Erzbischof Johann Očko wird ferner 1371 bei der Weihe des Hauptaltars für den heiligen Georg und die heilige Ludmila und der Georg-Basilika auf der Pragerburg erwähnt. Nicht weniger reich zu nennen ist Očko Stiftertätigkeit in erzbischöflichen Raudnitz an der Elbe. Er war ein Anhänger der hiesigen Augustinerkloster, vor allem aber ließ er Raudnitzeburg verschönern. Der Chronist Beneš Krabice von Weitmiel berichtet uns darüber, dass Johann Očko von Vlašim am 50. Juni 1371 im Turm des Raudnitzerburg, aber das ist dieser Turm, die Kapelle für den die heilige Veit, Wenzel, Sigismund und Adalbert weihte. Für diese Kapelle war, wie uns ihre Weihe freut, allgrößten Wahrscheinlichkeit nach der sogenannte Votivbild Johann Očko von Vlašim bestimmt. Einige Forscher erwägen insbesondere anhand der ähnlichen Gesichtstypus dieses Votivbild jenem Maler zugeschrieben, der in Heilige Kreuzkapelle auf Karlstein die Gemälde des heiligen Äbte, aber hier, Päpste und einiger Bischöfe anfertigt hatte. Die Figuren auf dem Altar wirken freilich weiter subtiler,
als dies beiden Werken des Meisters Theodoric der Fall ist, was das Motiv Bild von künstlerischer Standpunkt aus eher mit Malereien der schöne Stil verbindet, der unter anderem auch durch Reduktion des körperlichen Kerns und durch eine Vergeistigung des Figuren charakteristisch ist. In der Kunst Karl Herrführte ging es auch um das Bestreben, die Figur logisch in dem Kontext Landschaft einzubinden. Auf dem Votivbild, in das sehen wir entgegensetztes Bestreben, der Bildraum ist fast unterdrückt und durch einen repräsentativen goldenen Hintergrund ersetzt. Das Ausmaß des kostspieligen Vergoldung macht somit aus der Tafel eine höchst repräsentative Angelegenheit. Nicht zu vergessen, auch der optische Eindruck der farbigen Bildkomposition, in welcher sich auf goldenem Hintergrund die Farbtöne rhythmisch und wunderschöne Harmonie abwechseln. Der Effekt der Reduktion des Bildraumes besteht darin, dass Aufmerksamkeit des Betrachters völlig auf die Darstellung Figuren konzentriert ist. Die Figuren der Madonna, der Heiligen und weltliche Personen sind in einheitlichem Maßstab dargestellt, was Jaroslav Pešina als Ausdruck vorhumanistischer Gedenken im höfischen Milieu Karl der Vierte erachtete. Mit der Platzierung und Haltung der Figuren wird die mittelalterliche Personenhierarchie hervorragend zum Ausdruck gebracht. Die wichtige Gestalt, die Toren der Madonna, ist anfass dargestellt, die stehenden Figuren, den Heiligen im Dreiviertelprofil, die knienden Herrschenfiguren sowie die Figuren Erzbischof im Dreiviertelprofil und Profil, über diese Professor Schwarz gesprochen. Karl IV. Sowie sein Sohn Wenzel sind an einer heraldisch bedeutenden Stelle dargestellt, während ein noch wichtiger Platz in der Komposition Johann Očkov von Vlašim entnimmt, der in der Mitte das unteren Bildregister kniet, was relativ ungewöhnlich ist, denn Stifter pflegte gewöhnlich im unteren linken oder rechten Bildteil dargestellt zu werden, wie beispielsweise auf Tafel mit Geburt Christi von Meister des von Hohenfurt Altars. Das Bild ist außer seiner künstlerischen Qualität auch in ikonografischer Hinsicht interessant. Das Bildfeld ist zwei Hälften geteilt. In der oberen Hälfte sehen wir Kompositionsmitte die gekrönte Madonna auf einem Thron, der von einem verwohlenen Stoff, der zwei Engel halten, bedeckt ist. An ihrer rechten Seite sitzt der nackte Christus mit Blick auf die Mutter und seine rechten Hand auf die Knie Gestalt Karl der Vierte weisend. Maria ist ein blaues Gewand gekleidet, das mit einem goldenen Gürtel, der Symbol der Reinheit, versehen ist. Über dem Gewand trägt eine blaue Überwurf, der am Hals von einer einfach goldenen Spange zusammengehalten wird. Zu ihrer Linken hält Maria einen Äpfel, das Symbol auf zweite Eva verweist. An ihr das Gewand gehüllt rechten, hält sie die kleine Christus unter den Achsel, was wir als Ausdruck ihrer Verehrung des Gottessohnes verstehen können. Auf der linken Bildseite wird die Madonna von der knienden Kaiser der Vierte angebetet, der in ein langes, reich verziertes goldenes Gewand gekleidet ist und auf seine Haupt Kaiserkrone trägt. An seine Knünen lehnt das Reichswappen. Es wird von dem Burgundkönig und böhmischen Landespatron, den Heiligen Sigismund, welcher ist das rote Märtyrgewand gekleidet ist, der Madonna präsentiert. Sigmunds Reliquien erwarb Karl der Vierte in zwei Etappen. Einen Teil im Jahre 1354 und den gesamten Leichnam dann 1365.
Im Jahre 1366 beschloss die Prager Synode des, den Festtag des heiligen Sigismund, des Landespatron, als einem geweihten Festtag zu begehen. Die Darstellung Sigismund in der Rolle der kaiserlichen Fürsprecher auf der Votivtafel Očkos von Vlaším könnte auch mit einem aktuellen Ereignis zusammenhängen. Über das uns Bench Krabice von Weidmühl berichtet. Karl war nach schwerer Krankheit oder Vergiftungsversuch erst genesen, als die Kaiserin Elisabeth eine Wallfahrt von Karlstein aus an Grab des heiligen Sigismund unternommen hatte. Auf der entgesetzten heraldisch wenige bedeutende Seite sehen wir die Kniedegestalt des jungen König Wenzel, der eine damals modische teilierte Kleidung mit Anzeichen des königlichen Hermelins trägt. Sein Hauptzier des Wenzels Krone. Aus dem Knieden sieht man Wappen des Königreichs Böhmens. Er wird die Aufmerksamkeit Mariens von Hautpatron des Königreichs empfohlen. Die heiligen Wenzel, der über seine Rüstung einen roten Mantel trägt, der auf sein Martyrium verweist, in seiner Hand hält eine Lanze mit Banner und Adel. Im unteren Bildregister, das hinsichtlich seiner Bedeutung genauso wichtig ist wie das obere, sehen wir das Bilden von Votivtyp ungewöhnlich zu sein pflegt, in Komposition Mitte die Kniedegestalt des Prager Erzbischofs und Stifter dieser Tafel, Johann Očko von Vlaším. Der wendet sich von uns aus gesehen nach links und legt seine Hände in die Hand des heiligen Adalbert, des Patron des Prager Erzbistums, womit Johannes legitimiert auf dem Stuhl des heiligen Adalbert von diesem Heiligen selbst bekräftigt wird. Zu Füßen des Erzbischofs Johann Očko lehnt ein geführtes Wappenschild mit dem Emblem des Prager Erzbistums von derer von Jenstein und Vlaším. Durch sie gefalten Hände läuft eine lange Stange Patriarchalkreuz. Man kann natürlich darüber spekulieren, warum Johann Očko im Unterscheid zu beiden Herrschern lediglich im Profil dargestellt ist. Eine hypothetische Erklärung dafür könnte sich auffällig kleines linkes Auge sein, was sich auf seinem Namen Očko aus Uiglan wiedergespielt. Dieser Defekt des linken Auges wurde als hinderlich bei die Priesterweise erachtet, denn es erschwerte das Lesen des Messebuch, weshalb die linke Auge, Oculus Canonicus genannt, wurde. Deshalb musste Johann Očko von Papst und seine Sonderdispens bitten, um am 20. Februar 1352 wurde seine Bitte stattgegeben. Auf dem Schulter von Johann Očko liegt die Hand des heiligen Veit, des Schutzherr der Prager Metropolitankirche, der in das rote Martyrgewand gekleidet ist. Die Gruppe des Landespatronen beschließt der linksstehende und mit dem dunklen Gewand des Benediktinerordens bekleidete heilige Prokopius, der in seiner Link der Abstab und in seiner Rechten ein Buch hält. Ganz rechts ist das heilige Ludmila dargestellt, das ist grünes Gewand gehüllt, ist um dem Hals einen verschenkten Schal trägt. Ihre Platzierung ist nicht zufällig, denn wir sehen sie direkt unter dem heiligen Wenzel, dessen Großmutter sie ja war. Dem Bildtyp und die Ikonografie Raunitzeltafel kommt um 30 Jahre jüngere sogenannten Wilton-Diptych nahe. Auf seiner linken Tafel kniet englische König Richard, zweiter Ehemann von Karls Tochter Anna of Bohemia, der von Johannes der Täufer, Eduard dem Bekenner und Edmund von Ostanglien der Madonna präsentiert wird, welche auf rechten Tafelseite segnende Christus und sie umgebene Engelsschar dargestellt ist. Was bringt nun das Votivbild Johann Očko von Vlaším als Ganzes zum Ausdruck?
Neben der zweifellos künstlerische Wirkung ist vor allem die zeitgenössische Beziehung zwischen der weltlichen und geistlichen Macht. Die Transzendenzgaranten dieser Beziehung sind auf dem Bild die Madonna und dem Michelangelo des Patrone, die ewigen Beschützer des Königreichs, die hier diese Rolle politische Heilige spielen. Freilich darf nicht übersehen werden, dass Johann Očko von Vlašim, der Auftraggeber der Tafel, an seine ikonografisch bedeutende Stelle abgebildet ist, als der beiden Herrscher, nämlich in der Mitte der unteren Bildregisters, in einer imaginären Achse, die oben durch die thronende Madonna-Gestalt verläuft, was wir natürlich auch so lesen können, dass die Madonna hier die Kirche verkehrt, deren Vertreter gerade Johann Očko von Vlašim ist. Im oberen Bildregister präsentiert Maria, Personifikation der siegreichen Kirche Ecclesia Triumphans, die von Glüdern der irdischen Kirche Ecclesia Militans, nämlich Karl dem Vierten und Wenzel dem Vierten angebet wird, dass Menschenheit des nackten Christus, den sie in ihre Mantulum hüllten Hand hält, was man auch eucharistische Sinne verstehen kann, denn einzig die Kirche hat die Möglichkeit, Sakramente zu spenden. Und trotz der Verehrung, die Johann Očko von Vlašim, Karl der Vierten und seinem Sohn Wenzel, dem Vierten, entgegenbrachte, welche das Bild in der Burgkapelle in Raudnitz an der Elbe offensichtlich nicht gesehen haben, spüren wir in Bedeutung der Maria als Kirche, welche beide Herrscher und die Gestalt der Erzbischof huldigen, den feinen Akzent, der auf Rolle der Kirche in der heiligen Monarchie liegt, im Unterscheidung etwas zu der Betonung der königlichen Macht auf den Wandmalerei in der kleineren Kapelle, der Leidensreliquien der Herr Heilige Katharin oder Heilige Katharina auf Karlstein, wo Christus Karl der Vierten segnet und seine Hände berührt. Das Votivbild Jan Očko von Vlašim hat ausgesprochen repräsentativen Charakter und zeigt die zeitgenössische harmonische Beziehung zwischen der Karl von Vierte und Wenzel Vierte, repräsentiert weltlichen Macht Imperium und geistliche Macht Sacerdotium, die hier von dem Prager Erzbischof Johann Očko von Vlašim repräsentiert wird. Angesichts der bekannten Streitigkeiten mit dem Herrscherkan man sich nur schwerlich vorstellen, dass ein Bild mit dieser Thematik von dem Nachfolger des Johann Očko von Vlašim, nämlich von Johann von Jesenstein, in Auftrag gegeben worden wäre. Abschließend gestatten Sie mir eine kurze Zusammenfassung. Ich habe in meinem Beitrag zu zeigen versucht, dass neben dem Kaiser persönlich gerade der zweite Prager Erzbischof Johann Očko von Vlašim einer der bedeutendsten Auftraggeber von Kunstwerken am kaiserlichen Hof gewesen war. Für ein Arbeiten dieselben Künstler wie für Karl den Vierten, nämlich der Parlerische Bauhüte, die Werkstätten des Magister Theodoricus beziehungsweise des Meister Ostwald. Ich danke Ihnen für Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, lieber Herr Reuth, für diesen Vortrag, der uns in das genauere Umfeld des Kaisers Karl des Vierten geführt hat. Gibt es dazu jetzt Fragen? Gestatten Sie mir noch eine Vorbemerkung. Ich bin immer wieder in Prag sehr beeindruckt davon, dass die Kollegen uns die Ehre geben, Deutsch zu reden. Das ist ja nicht selbstverständlich. Und dass wir hier einfach Deutsch reden, wir Ausländer Deutsch reden können oder Englisch reden dürfen. Und dass Sie auf die eigene Sprache verzichten. Sehr vielen Dank dafür, dass Sie uns diese Kommunikation ermöglichen. Aber jetzt bitte zu Ihren Fragen. Ja, bitteschön, Herr Söding.
bei der Votivtafel ist ja einfach das Kriterium, was sie unterscheidet von anderen, dass sie doppelgeschossig ist. Gibt es da irgendein Vorbild, also in der Malerei? Die obere Szene als solche könnte ja als Votivbild oder als Epitaph von der Komposition her für sich bestehen. Die untere ist natürlich nicht autonom, also die braucht die obere dazu, aber die Komposition ist ja äußerst merkwürdig und hochoriginell. Also gibt es da irgendetwas für diese zwei Register, was man vergleichen könnte? Ja, danke vielmals. Ich meine, das ist wirklich ungewöhnlich. Ich kenne persönlich keine Parallele zu dieser Bild. Ja. Aber nichts Votivbild. Ich meine auch, ja, das ist Titel. Votivbild Jan Očko von Vlašim. Aber Epitaph, das Problem, ja, ich meine, dass dieses Bild stammt vom Hauptaltar, vom Rovnice Kapelle. Ja, Wilton Diptych ist etwas andere, ja, dass diese zwei, wir haben Parallele zum Beispiel im Studienbuch von Paris Beispiele zu dieser Szene. Zum Beispiel Studienbuch Vévody Herzog von Berry. Ja, das, ja, wirklich, ich kenne keine Parallele zu dieser. Darf ich gleich noch was anderes, weil ich das Mikrofon noch habe? Das Grabdenkmal von Očko oben im Veitsdom, ist das aus Alabaster oder Marmor? Oder nein. Was ist das? Ja, ich meine das vom Steinguss. Aha, ja, ja. Sonst hätte ich gefragt, woher der bezogen worden wäre. Okay. Ja, weitere Fragen. Marc, das Mikro kommt noch. Dankeschön. Eine Frage aus der Old-Fashioned-Kunstgeschichte, die Sie ja aber auch meisterhaft beherrschen. Sie haben mit Absicht eigentlich nichts gesagt über die Zuschreibung der Votivtafel. Es gibt ja die Hypothese, dass man es Meister Oswald zuschreiben könnte, die leuchtende Farbigkeit, die schlankeren Gestalten. Können Sie dazu noch kurz was sagen, wie Sie diese Tafel stilistisch einschätzen? Ja, ich meine, zum Beispiel Magister Theodoricus und weitere Master vom Karlstein, plastisch diese Maler sehr reduzieren Körn, okay. Ich meine, dass unter der Meinung, das ist mit Magister Theodoricus und Magister von Wittingau, ja, das ist Weg führt zu Magister von Wittingau. Aber wir haben noch Beispiele auf Burg Karlstein, noch auf Wandgemälde im Marienkapelle, zum Beispiel das apokalyptische Weib vom dort ist auch reduzierte Leib, ja. Ja, das ist nicht einige Beispiele. Ja. Wenn man diese Linie zum Meister von Wittingau zieht, die Sie ja auch in Ihrem Buch dargestellt haben, dann kommt Očko von Vlašim eigentlich eine ganz wichtige Rolle als einer der Mäzene, die den schönen Stil ins Entstehen gebracht haben, zu. Ja, also ja, er müsste von der Kunstgeschichte noch viel mehr beachtet werden. Ja, ich meine, das ist mit nur, ja, das ist eine Stufe. Ja, zu nicht so weit still, aber das ist eine Vorstufe zu diesem Stil. Ja, aber ein reduzierter war nicht so weiter. Dankeschön. Weitere Fragen? Vielleicht selber eine Anmerkung, die schließt ein bisschen an das an, was Herr
Söding sagte, es ist eher unmaßgeblich. Der ungewöhnliche Typus des Bildes, der bringt natürlich auf der einen Seite sehr schön zum Ausdruck die Rangordnung. Der Erzbischof ist an der wichtigeren Stelle, aber der Kaiser ist oben. Nicht? Also ein sehr genaues Abbild, was da ist. Mir fällt nur eins ein, aber das ist viel zu weit weg. Das ist eine räumliche Perspektive, das berühmte Kaiserbild aus der Vivianesbibel. Da ist es eine Art Kreisordnung, die gemeint ist, aber das ist natürlich 9. Jahrhundert, das hat ja hier keiner gekannt und so weiter. Aber sozusagen, da gibt es auch so eine Oben- und Unten-Ordnung mit heiligen Figuren am Rande und sowas, aber das ist zu weit weg. Nein, aber eine Frage ist die, Sie hatten darauf hingewiesen, dass dieses Bild in Rautnitz ja nur für relativ wenige Personen, auch für den Kaiser, eigentlich nicht sichtbar war. Meine Frage, welche Rolle messen Sie denn dem Atelier bei, wenn das Bild entsteht, sozusagen, wer kann es hier in Prag sehen? Wer ist an der Konzeption beteiligt eines solchen Bildes? Sozusagen kann es dann nicht vielleicht doch der Kaiser sehen und der Hof kann es sehen und so weiter. Ich befasse sich nicht so Details, aber ich muss dazu sagen, dass dieses Bild vom Raudnice Kapelle nach Klosterkirche Augustinar im Raudnitz im 15. Jahrhundert gegeben und in Prag ist vom 19. Jahrhundert. Weitere Fragen? Ich sehe keine, dann bedanke ich mich nochmal sehr herzlich für diesen Vortrag, der uns in das genauere Umfeld geführt hat. Und jetzt geht es weiter, dass ich ja Eulen nach Athen tragen muss, wenn ich den Kollegen Jiří Kutan hier in Prag vorstelle. Für diejenigen, die angereist sind, mache ich es doch nur ganz kurz. Er hat hier in Prag in den 1960er Jahren Kunstgeschichte studiert. Ich erwähne nur ein paar Positionen, dass er bei dem Chefarchitekten der Stadt Prag mehrere Jahre gearbeitet hat, hat sich 1996 habilitiert in Olmütz und ist wissenschaftlichen Beirates der katholisch-theologischen Fakultät, selbstverständlich hier Professor, Dekan für Wissenschaft an der Karls-Universität gewesen, Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der philosophischen Fakultät und Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Karls-Universität, hat zahlreiche Ehrungen beispielsweise in Wien erhalten mit dem Herder-Preis, eben unter anderem für den Erhalt des europäischen Kulturerbens und des Friedens unter den Nationen. Er hat auch, ich darf es am Rande erwähnen, bei der Universität Dresden die Ehrendoktorwürde erhalten für seine zahlreichen Verdienste. Wir haben, Herr Kutan erwähnte es selbst, sehr gut zusammengearbeitet bei der Geschichte der bildenden Kunst in Deutschland, wo ich die schwierige Aufgabe hatte, beim Kapitel Gotik zu sagen, was ist eigentlich Deutschland in dieser Zeit, und habe gesagt, dann überlassen wir das doch den ausländischen Kollegen, die sollen das mal definieren. Und Herr Kutan hat dann die tschechischen Kollegen organisiert und herbeigezogen, unter anderem auch Herrn Reuth und noch einige andere auch, und sie haben das dann auf eine großartige Weise gemacht, sodass wir in dem Band bei der Geschichte der bildenden Kunst in Deutschland mit Prag gestartet sind, was damals relativ originell war. Ich hoffe, dass wir so originell weiterarbeiten werden. Ansonsten nur die zahlreichen dieser Publikationen von Herrn Kutan zur Kunst unter Karl dem IV., zur Kunst der Jagellonenzeit, die ich jetzt nur am Rande erwähne. Und hier, ich halte es noch einmal hoch, weil es gerade frisch erschienen ist, das Buch, Sie kennen es jetzt offenbar alle zumindest, das haben Sie gesehen. Das Buch müssen Sie auch noch sehen, natürlich. Aber nun freuen wir uns darauf, dass Herr Kutan spricht zu uns über das Thema im Zeichen von Reichsadler und böhmischen Löwen. Sie sehen den Titel schon. Bitte schön. Na gut, allerbesten Dank für Ihre Ausführungen. Ja, Nummer 1, ist es auch? Ja. Also, auf den mit der Persönlichkeit des Kaisers und Königs Karls des IV. Verknüpften Bau- und Kunstwerken erscheinen heraldische Symbole, die das territoriale Ausmaß der Herrschaft der Luxemburger Dynastie repräsentieren.
das trifft auf den Altstädter Brückenturm in Prag zu oder auf den Treppenturm an der Ecke des Querhauses des Prager St. Veits Domes. Durch eine Wappengalerie an der Brüstung der westlichen Vorhalle der Frauenkirche in Nürnberg wird das Heilige Römische Reich mit den Kurfürsten an der Spitze dargestellt. Eine ähnliche Funktion erfüllt die Darstellung der Ständegemeinde der böhmischen Krone im sogenannten Wappensaal der Burg Lauf an der Pegnitz. Vielfach häufiger kommt allerdings eine einfache Variante der heraldischen Repräsentation vor, eine gemeinsame Anordnung von zwei Wappenzeichen des Reichsadlers und des böhmischen Löwen. Der Reichsadler symbolisiert hier die Stellung Karls IV. Als römischer König und in Rom gekrönter Kaiser. Karl IV. Selbst brachte das in der Gründungsurkunde des Karlsteiner Kapitels durch folgende Worte zum Ausdruck in der deutschen Übersetzung. Wir haben gewiss mit Vorsorge erkannt und gestehen durch das, was uns von oben herab verliehen wurde, mit demütigem Sinn, dass wir vor allen anderen dem Allerhöchsten verpflichtet sind, größere Wohltaten in solchem Maß zu vollbringen, als seine würdevolle rechte Hand uns vor allen anderen auf Erden Herrschenden in unvergleichliche Höhe gestellt hat, indem sie uns durch ihre bloße Liebenswürdigkeit an die Spitze der Weltherrschaft erhob. Na, zu den markantesten Monumenten, welche die Herrschaft Karls IV. Im Heiligen Römischen Reich und gleich im Königreich Böhmen zum Ausdruck brachten, zählt die Burg Karlstein und ihre Ausschmückung. Als 1365 die Kapelle im Turm der Burg eingeweiht wurde, verzeichnete der Chronist Benesch Krawitze von Weidmühl seine Worte. Auf der ganzen weiten Welt gibt es keine Burg und Kapelle, so wie dieses kostbare Werk und zu Recht, denn der Kaiser bewahrte darin die kaiserlichen Insignien und Schätze seines ganzen Königreiches auf. Also in der Heiligkreuzkapelle im großen Turm der Burg Karlstein sind über dem Altar Tafelbilder von Engeln eingesetzt, von denen eines einen Schild mit dem Reichsadler trägt. Auf dem zweiten befindet sich dann ein Wappenschild mit dem böhmischen Löwen. Also in dieser Kapelle, in der der Reichsschatz aufbewahrt wurde, sind also die Symbole des Heiligen Römischen Reichs und des Königreiches Böhmen in dominanter Stellung angeordnet. Karl IV. Prägte die Idee der vereinigten Herrschaft im Heiligen Römischen Reich und im Königreich Böhmen auch den Reichskleinodien auf, um deren Vermehrung er sich so verdient gemacht hat. Das Wappen des Reichsadlers und zugleich auch des böhmischen zweischwänzigen Löwen wurde unter Karl IV. auf dem damals neu angeschafften Fuß des Reichskreuzes angebracht, sowie auf dem Griff des Reichsschwertes, auf dem Futteral für Reichskrone und auch auf einer Kassette, die sich in Nürnberg befindet
und offenbar zur Aufbewahrung eines Bestandteils der Reichskleinodien diente. Gemeinsam erscheinen der Reichsadler und der böhmische Löwe auch auf dem Futteral für die böhmische Königskrone, das wohl 1347 angefertigt wurde. Der Adler und der Löwe kommen also gemeinsam auf Gegenständen vor, die unmittelbar mit den hoheitlichen Insignien des Heiligen Römischen Reiches und des Königreiches Böhmen in Zusammenhang stehen. Beide Wappensymbole erblicken wir auch auf dem Standfuß des Sardonyx-Kelches, der auf Anweisung Karls IV. Im Jahr 1350 angefertigt wurde. Gemeinsam treten die Wappen des Heiligen Römischen Reiches und des Königreiches Böhmen in der Elisabethkirche in Breslau, in der Breslauer Heiligkreuzkirche und in der dortigen Kirche der Heiligen Dorothea, Stanislav und Wenzel bei dem Augustiner Eremitenkloster auf, das von Karl IV. Selbst gegründet worden war. Und ähnlich ist es auch an einer Sedilie in der Klosterkirche der von Karl IV. Gegründeten Benediktinerabtei in Prag-Emmaus, wo der Kaiser die Kirchenweihe beiwohnte. Die Verbindung des Reichsadlers und des böhmischen Löwen wurde aber am monumentalsten an der Frontseite der Altstädter Brückenturmesse in Prag manifestiert. Also die Verbindung der Herrschaft im Heiligen Römischen Reich und im Königreich Böhmen äußerte sich damals auch durch andere Ausdrucksmittel als heraldische. Zum Träger wurden Reliquien, Patrozinien, Filiationsverbindungen der Kircheninstitutionen und der Kult bestimmter Heiliger. Zu diesen heiligen Kulten zählte vor allem die Verehrung des heiligen Karls des Großen. Das Werk Karls des Großen als Erneuerer des Imperiums war für Karl IV. Zweifellos ein großes Vorbild. Karl, wie allgemein bekannt ist, wurde in Aachen gekrönt. Er hat sich offenbar um die Vermehrung des Aachener Domschatzes verdient gemacht. Und in seiner Zeit wurde die Erbauung der großartig angelegten Chorhalle in Angriff genommen. In Aachen gründete Karl IV. Den sogenannten böhmischen Altar. Im hochprominenten Sakralraum der Heiligkreuzkapelle in Karlstein wurde an einem auffälligen Platz ein Bild Karls des Großen angebracht. An der höchsten Stelle der Prager Neustadt gründete Karl IV. Ein Augustinerchorherrenkloster mit einer Kirche zu Ehren der Jungfrau Mariens und Karls des Großen. Und als Filiation des Prager Augustinerklosters in Karlov gründete Karl IV. Ferner im Jahr 1354 ein kleines Kloster der Heiligen Wenzel und Karl des Großen in Niederingelheim am Rhein. An der Stelle einer uralten Kaiserpfalz, wo angeblich Karl der Große geboren wurde und von einem Engel das Schwert empfangen hatte, das im Reichsschatz aufbewahrt wird. Die Verknüpfungen mit dem Reich spiegeln sich auch in den Patrozinien der Kirchen der von Karl IV. Gegründeten Prager Neustadt wieder. Vom Zusammenhalt mit dem Heiligen Römischen Reich zeugt überdies auch das Patrozinium des Prager Doms zu Ehren des Heiligen Veit, dessen Reliquien der
Uran Karls IV. Mütterlicherseits, der heilige Wenzel von dem König Heinrich dem Vogler erhalten hatte. Diese Schenkung wird auch in der Wenzels Legende erwähnt, die Karl IV. Selbst verfasst hat. Überdies hat sich darum Karl IV. Verdient gemacht, indem er die sterblichen Überreste des heiligen Veits in Pavia erworben hatte und deren Translation nach Prag veranlasste. Zum Ausdruck des Zusammenhalts, zum Ausdruck des Zusammenhalts von Prag als Kaiserresidenz mit dem Königreich Arelat, Burgund, wurden die Reliquien des heiligen Sigismunds, deren Translation vom Kloster St. Moritz nach Prag durch Karl IV. Erfolgte. Auf der anderen Seite verbreitete sich das Kult des heiligen Wenzels unter der Schirmherrschaft Karls IV. Auch über die Landesgrenzen von Böhmen und Mähren hinaus. Die Weihe zu Ehren des heiligen Wenzels war Bestandteil des Patroziniums des schon erwähnten kleinen Klosters in Niederingelheim am Rhein. Der heilige Wenzel zählte zu den Patronen des sogenannten böhmischen Altars in Aachen. Sein Patrozinium erscheint in Breslau ebenso wie in der Mark Brandenburg. Auch in Nürnberg wurden die Reliquien des heiligen Wenzels gewidmet. Diese Heiligenkulte fanden auch in den Kunstwerken ihren Ausdruck. Ich würde sagen, kein Herrscher vor Karl IV. Und auch nicht nach ihm hat die heiligen Kulte und ihre Repräsentation mittels der Kunst so deutlich in den Dienst der politischen Idee gestellt. Ein monumentales Zeugnis von der vereinigten Herrschaft im Heiligen Römischen Reich und im Königreich Böhmen legt die Frauenkirche in Nürnberg ab, wo das Wappen mit dem zweischwänzigen böhmischen Löwen in der Wappenreihe der Kurfürsten am oberen Brüstung der westlichen Vorhalle eingereiht ist. Der Kult des böhmischen Landespatrons Wenzel ist hier nicht nur in den Reliquien der Kirche gegenwärtig, sondern wird auch durch eine monumentale Steinstatue im Inneren des Presbyteriums zum Ausdruck gebracht. Also über alles ist dann der Altstädter Brückenturm eine monumentale Manifestation der luxemburgischen Herrschaft im Heiligen Römischen Reich und im Königreich Böhmen. Die Architektur und die Werke der anderen Kunstgattungen bringen hier den sakralisierten Wesenszug, die Legitimität, Kontinuität und das Fortdauern der Luxemburger Herrschaft mit solch einer Intensität zum Ausdruck, wie wir sie in der Zeit des Hochmittelalters wohl nur in Frankreich vorfinden. Die Idee des Heiligen Römischen Reichs, dessen Bestandteil auch das Königreich Böhmen war, ist also in zahlreichen Monumenten und Kunstwerken der Zeit Karls IV. Gegenwärtig und wurde in den Arbeiten einiger Historiker und Kunsthistoriker, die der aggressiven Ideologie des sogenannten Dritten Reichs huldigten, zum Gegenstand der zeitgenössisch eingefärbten Interpretation. In der
ein Beispiel, in der Doppelausgabe der repräsentativen Zeitschrift Böhmen und Mähren von November und Dezember 1943 publizierte Erich Bachmann, der damals am Institut für Kunstgeschichte der Deutschen Karls-Universität in Prag wirkte, eine Studie mit dem Titel Karolinische Reichsarchitektur. Und ähnlich ging er auch in einer 1978 in München publizierten Studie vor. Wenn unlängst für die Kunst der Zeit Karls des Vierten der Sammelbegriff Kaiserstil verwendet wurde, dann wird offenkundig, dass eine solche Bezeichnung eine Vorgeschichte hat. In dieser Form besitzt sie auch den Vorteil, ideologisch unbelastet zu sein und durch ihre einfache Klarheit ist sie für Medien gut annehmbar, mittels deren sich so die Ergebnisse der Arbeiten aus dem Gebiet der Kunstgeschichte erfolgreich präsentieren lassen. Na, das kann man letztendlich, und so meine ich es ernst, als positiven Wert erachten. Das Grundwesen des sogenannten Kaiserstils zu definieren, bereitet jedoch mindestens für mich Schwierigkeiten. Die Gruppe der mit Persönlichkeit Karls des Vierten verknüpften Bauten und weiteren Kunstwerke trägt eine gut definierbare ideelle Aussage. Die hier schon behandelte Präsentation der Luxemburger Herrschaft im Heiligen Römischen Reich und in seinem bedeutenden Bestandteil, dem Königreich Böhmen. Sind aber diese Architekturmonumente und weitere Kunstwerke formal so homogen und kompakt, dass sie in ihrer Summe einen eigenständigen Stil bilden? Das ist doch ein Fragezeichen. Und gerade auf diese Frage gibt es keine einfache und eindeutige Antwort. Karl IV. Selbst war ein großer Gründer, Bauherr, Auftraggeber von Kunstwerken. Als Residenzstadt Karls IV. Verwandelte sich Prag in eine überwältigende Baustelle. Dieser noch nie dagewesene und im Großteil Mitteleuropas einzigartige Umfang von Bau- und Kunstaufgaben und Aufträgen zog von weitem qualifizierte Fachkräfte an. So wurde aus dem fernen Avignon der erste Baumeister des Veitsdomes Matthias von Arras berufen. Zu seinem Nachfolger wurde, ja bitte, Peter Parler aus Schwäbisch Gmünd, der Verbindungen unter anderem nach Köln hatte. Für Karl IV. Arbeitete der italienische Maler Tommaso da Modena und die Maler Nikolaus Wurmser aus Straßburg und Sebald Weinschröter aus Nürnberg unter anderem. Alle brachten Anregungen von verschiedensten Seiten nach Prag. Also schon die Sicht und Ausdrucksweise Peter Parlers unterschied sich deutlich von dem, was hier sein Vorläufer Matthias von Arras hinterlassen hat. Auch über diese Vorbehalte hinweg ist es jedoch offenkundig, dass der Prager Dombau vielfach angebend war, und zwar in kleinerem Maß unter der Bauleitung des Matthias von Arras, in wesentlich größerem Umfang dann unter Peter Ball. Der sich ausbreitende Widerhall des Prager Dombauwerks hat sich auch durch den Tod Karls IV. In keiner Weise eingeschränkt.
Im Gegenteil, also mit der Arbeit der Parlerschen Bauhütte stehen auch durch ihren Charakter einige Werke der Goldschmiedekunst in Zusammenhang. Schließlich liegt auch eine Beziehung zwischen der Arbeit der Dombauhütte und der Tafelbilder in der Kapelle des Großen Turmes der Burg Karlstein vor, deren Hauptschöpfer der Meister Theodoricus war. Insofern man also den Begriff Kaiserstil als eine Form der, sagen wir, Hilfskategorie akzeptieren möchte, dann kann man unter dieser Bezeichnung in erster Linie das Bau- und Bildhauerschaffen der Prager Dombauhütte und das malerische Werk des Meisters Theodoricus verstehen. Nichtsdestotrotz kann nur schwerlich von einer Einförmigkeit der stilistischen Ausdrucksform der Prager Kunst der Zeit Karls gesprochen werden. In stilistischer Hinsicht herrschten hier eine Vielfältigkeit und ein Pluralismus vor. Also die Größe der Kunst der Zeit Karls des Vierten beruhte mehr als in einer fiktiven stilistischen Einförmigkeit. Gerade in dieser vielfältigen Verschiedenheit, was jedoch eine Reihe von Bauten und Kunstwerken, die unter der Schirmherrschaft Karls des Vierten entstanden, miteinander verband, war ihre ideelle Botschaft. In diese war das politische Streben Karls eingeprägt. Eine dauerhafte Herrschaft des Luxemburger Hauses im Heiligen Römischen Reich und im Königreich Böhmen zu schaffen. Das wird durch die Vergemeinschaftung des Reichsadlers und mit dem böhmischen Leben zum Ausdruck gebracht. Danke. Ja, lieber Herr Guttert, vielen Dank für den Vortrag, der noch einmal ganz klar die Internationalität und das Beziehungsgeflecht und vor allen Dingen die Pluralität zum Ausdruck gebracht hat. Mit dem Begriff Kaiserstil, wenn ich sozusagen nach Wien blicke, haben wir ja hin und wieder schon mal Probleme gehabt. Und das ist nun so, dass wir das als historisch sehen. Aber ich möchte jetzt nicht vorweggreifen Ihren Fragen, die Sie vielleicht zu stellen haben oder Bemerkungen zum Vortrag von Herrn Kuthan. Bitte schön. Mikro kommt. Also, lieber Herr Kuthan, ganz herzlichen Dank für diesen brillanten Vortrag. Ich kann mich nur anschließen an Ihre Ausführungen zur Stilproblematik und zu dem Begriff des Reichsstils. Ich glaube, davon sollte man bleiben lassen. Und der von Sukale und anderen eingeführte Begriff eines kaiserlichen Stils, der scheint mir doch ganz gut geeignet zu sein, um damit zu arbeiten, aber natürlich in einem modernen Stilverständnis. Also nicht mehr mit der Idee, dass ein Stil homogen zu sein hat und sich entwickelt, erblüht, verwelkt und so, sondern als eine für kunsthistorisches Arbeiten sinnvolle Kategorie. Und Sie haben ja die Elemente genannt, also auch inhaltlich natürlich, das ist ein gemeinsamer inhaltlicher Impetus, der dahinter steht. Aber von der Natur her ist es zunächst einmal heterogen. Und die Heterogenität, die ist ja zwangsläufig gegeben. Denn Karl will sich repräsentieren als Kaiser über eine heterogene Welt. Er ist König der Böhmen, er ist König der Deutschen, er ist für alle da, für die Slawen, für die Benediktiner im Emmauskloster, genauso wie für die Chorherren in Aachen. Und das heißt eigentlich, so gesehen ist diese Heterogenität fast eine zwingende Notwendigkeit. Ja? Und in gewisser Weise, wenn man den Gedanken dann weiterführt, ist es vielleicht dann, dass die künstlerische Leistung einiger Individuen,
wie vielleicht Meister Theodorich oder Peter Parler, die das dann mit der Zeit schaffen, aus diesen verschiedenen Einflüssen doch so etwas wie eine gemeinsame Formensprache herauszudestillieren, die aber immer wieder variabel und sozusagen offen bleiben muss. Also wenn man vielleicht jetzt europäisch denkt, wenn man da ein Stück europäische Kulturgeschichte sehen, dann ist es eigentlich das, was unser Europa ausmacht, diese Fähigkeit, immer wieder offen die Strömungen und Innovationen, die aus allen Richtungen kommen, in das Bestehende zu integrieren. Also, ich fand es einen ganz tollen Vortrag. Vielen Dank. Ja, danke schön. Ja. Ich muss mich für Ihre schöne Ergänzung meiner Vorlesung herzlichst bedanken. Na, ich bin mit Ihren Ausführungen völlig einverstanden, selbstverständlich. Besten Dank. Herr Reuth, bitte. Ein Mikro. Ja, das wären Kriege im Zeitschrift Bement und Mören. Ja, das ist modifiziert Hans Edelmeier, Herrenstil. Ja, das ist nicht so Sukale, erst einmal. Ja, das ja. Ja, vielleicht noch ein paar Worte dazu, dass solche Begriffe, als man solche Begriffe in der Zeit zwischen 1939 und 1945 verwendete, dann verwendete man diese Begriffe unter ganz anderen Umständen. Das ist doch klar, das müssen wir wissen. Also jetzt sind schon solche Begriffe gar nicht auf diese Weise belastet. Ja, weitere Fragen? Ja, bitteschön. Aber sonst über das Thema könnten wir lange reden, weil man verwendete diese Begriffe, wie es hier schon unser Prorektor erwähnt hat, vor allem in der Zeitschrift Böhmen und Mören. Na? Und das war die Zeitschrift, die unter dem von Reinhard Heydrich entstanden ist. Das Problematische an dem Kaiserstil ist ja eigentlich, dass es Stil heißt. Und man geht ja doch von der Ikonografie aus und einer bestimmten Art modernistisch Bildpropaganda. Und das kann man bei Karl dem IV. Natürlich so sehen und das kann man auch in Wien, im kaiserlichen Wien, so sehen. Dafür eignen sich ja die Monumente, die Sedelmeier ausgesucht hat oder andere auch kommentiert haben, durchaus. Nur man darf das nicht so belasten und in Richtung, Stilhomogenität trimmt. Das kann ja nicht sein. Ja, vielleicht müssen wir es anerkennen, dass es natürlich zu den frühen Leistungen der Kunstgeschichte gehört, zu systematisieren, zu fokussieren, das ist ja auch jetzt jenseits von den negativen nationalistischen Dingen sozusagen natürlich auch eine sozusagen fachinterne Leistung, so etwas mal zu abstrahieren. Viel schöner finde ich es eigentlich, dass Sie jetzt nochmal darauf hingewiesen haben, auf welche abstrakte Weise Karl der IV. Selber arbeitet oder arbeiten lässt, nämlich durch Wappen, sozusagen schon mal durch Abstrahierendes sozusagen. Und da kann man Bilder zusammenbringen, die ja viel komplexer sind sozusagen. Da kann man sich viel mehr hinter vorstellen, was damit gemeint sein soll, als wenn man es jetzt ganz konkret benennen würde. Also sozusagen das Vage, was in einem Wappen drin ist, nicht? Was meint es eigentlich ganz genau, was hinter einem Wappen steht? Das wird ja nicht ausgesprochen. Und das dann zu kombinieren, das ist natürlich eine große Leistung, so etwas zu machen, zu kollagieren und zu synthetisieren hier. Aber bitteschön. Darf ich vielleicht an die Frage anschließen, weil Sie hatten ein Beispiel gezeigt, unter den vielen einköpfigen Reichsadlern war bei der Sedilie vom Emmauskloster ein Doppeladler. Und soweit ich weiß, Sie haben auch natürlich das Tafelbild von Karl dem Großen aus Karstein gezeigt, ist dieser Doppeladler doch immer im Kontext Karls des Großen bekannt. Und da nun eindeutig zum ersten Mal mit dem lebenden Kaiser in Verbindung, können Sie dazu mehr sagen? Also soweit ich mich da eingelesen habe, ist das ein sehr, sehr frühes, wenn nicht das früheste Beispiel, wo man wirklich einen Bezug zu einem konkreten Kaiser hat und eben nicht zu Karl dem Großen, für einen Doppeladler. Naja, ich würde sagen, dass es ist vielleicht
leider ein bisschen schwierig zwischen dem einköpfigen und zweiköpfigen Adler zu unterscheiden. Selbstverständlich, der Adler erscheint sich in der Kunst Karls des Vierten oder in der heraldischen Repräsentation als Adler von Mähren oder als Adler von Schlesien. Aber diese Adler haben ein bisschen andere Form. Das heißt, in den meisten Fällen handelt es sich auch im Fall, darüber bin ich überzeugt, im Fall des einköpfigen Adlers um den Reichsadler, wenn Sie damit einverstanden sind. Ne? Sonst der Adler kommt wirklich manchmal in der engen Beziehung zu Karl dem Vierten. Das ist der Fall von Emmaus. Ne? In der Klosterkirche in Emmaus befindet sich diese Sitznische, Sedilie im Presbyterium. Und das Kloster Emmaus war sehr eng mit Karl dem Vierten verbunden. Das Kloster Emmaus war eine Gründung Karls des Vierten zum Ersten und, wie ich gesagt hatte, war Karl der Vierte bei der Weihe der Klosterkirche anwesend. Die Weihe hat übrigens Jan Otschko von Vlašim durchgeführt, ne? Über den Herr Kollege Reuth gesprochen hat. Nur eine Anmerkung in Klammern dazu. Was wir ja nicht wissen, ist, wie haben eigentlich die ganzen Verglasungen ausgesehen? Das, die ja ideal waren für Wappen sozusagen. Wie war ein verglaster Prager Dom, wenn wir an französische Beispiele denken, was da an Wappen vorkommt, nicht? Nur die Kathedrale von Chartres sozusagen, da wird eine ganze Genealogie, wird da durch die Wappen inszeniert. Das muss es hier ja auch irgendwie zumindest intentional gegeben haben. Aber jetzt, Christian Freigang hatte sich gemeldet erst. Sonst, wir haben die Absicht, beziehungsweise ein Kollege von mir, bin darauf neugierig, ne? Wir wollten doch einmal ein ähnliches Buch wie das berühmte Werk von Persier und Schramm irgendwie zu Ende zu bringen. Ne? Der Kollege, der hier anwesend ist, weiß gut darüber. Ne? Das ist seine Aufgabe. Sag zuerst, Christian. Dann. Ja, hier bitte, Christian. Ja, nochmal zu der Frage dieses Kaiserstils. Ich glaube, oder wir sind uns einig, dass das ein blöd gewähltes Wort ist. Aber es ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, was Sokale und Jerzy Veit und uns weiter damit bezwecken, in Absetzung von solchen essentialistischen, charakterologischen Modellen, denen man eben in fataler und pervertierter Weise in den 40er Jahren nachgegangen ist, ist es ja hier sozusagen in einer materialistischen Auffassung, in einer marxistischen Auffassung, als eine Propaganda zu verstehen, die für den Kaiserstil ja ein Konstrukt, wenn ich das richtig verstanden habe, möge ich mich da auch korrigieren, voraussetzt, dass es verschiedene Hofstile gegeben hat, also Ludwig der Bayer und dann eben in Konkurrenz der karolinische Stil und dann ja eigentlich eher unter Sigismund dann und zwar in Entsprechung zu unserem wohlbekannten internationalen Stil, der eben dann angeblich so homogen sei, ein Kaiserstil sozusagen als Resultat aus einer Konsolidationspolitik, die eben aus Karls Politik oder so etwas erfolgt. Ich möchte da gar nicht drüber, also mir selber behagt es ehrlich gesagt auch nicht, aber nur, dass ich glaube, der essentielle Unterschied ist, dass das eine sozusagen gemacht ist, gleichsam eine Propaganda oder so etwas, während das andere, also in den 40er Jahren, gleichsam ein volkspsychologisches, rassistisches Modell ist. Und da ist natürlich dann besonders fatal, wenn also die Begriffe sich so überschneiden. Schwarz aus der Stadt des anderen Kaiserstils. Ja, ich komme natürlich auch nicht aus, ohne nochmal auf Kaiserstil zu kommen. Zumal, wenn man aus Wien kommt, ist man natürlich in einer Auseinandersetzung mit solchen Vorstellungen. Und ich glaube, man wird aus dem Begriff sozusagen den
den Sedlmayerschen Bodensatz nie rausdestillieren können und der wird da immer drin hängen. Aber es ist ja mit dem kunsthistorischen Stilbegriff so was Eigenartiges, dass der immer irgendwie essentialistisch ist. Aber es gibt ja auch andere Stilbegriffe, die ganz anders sind, zum Beispiel Politikstil oder Repräsentativ, ja, was gibt es noch? Denkstil und so. Und da meint Stil eigentlich Strategie, ja, also eine spezifische Strategie. Und ich weiß nicht, ob mit Kaiserstil nicht eigentlich gemeint sein könnte, eine bestimmte Strategie mit visuellen Medien, mit Kunst zu repräsentieren oder überhaupt umzugehen. Ja, ob es nicht darauf hinausläuft und dass man, und dann würde ich den Begriff Stil wirklich streichen, ja, und lieber mit Begriffen wie Strategie oder Taktiken oder so operieren, die sozusagen so ein bisschen drüber stehen. Das ist ein konstruktiver Vorschlag zur Mittagspause gewesen. Ich danke Herrn Kuta noch einmal. Und wir haben jetzt, da ein Vortrag ausgefallen ist, noch fast 2 Stunden für die Mittagspause, bis es dann um 14.30 Uhr mit der historischen Sektion weitergeht. Vielen Dank noch einmal. Dankeschön. Dann also